Hallo, meine Damen und Herren. Ich heiße Erso, wohne in Tschetschenien, Hauptstadt Grozny. Vielleicht kennt ihr mich von meinem letzten Video auf Deutsch, mein erstes und letztes Video auf Deutsch, das ich so vor 2 Jahren, glaube ich, her aufgenommen habe. Ja, das Video hat zwar vielen gefallen, ich weiß nicht warum, was ist der Grund, aber ich habe wohl, die Leute haben mich bedankt unter Kommentare, sogar auf Instagram angeschrieben, dass ich so weitermachen soll, mehr Videos auf Deutsch aufnehmen soll, dass sie sich über so unsere Republik interessieren. Ja, und nach 2 Jahren, also jetzt, also zwischen dabei habe ich zwar manchmal so gedacht, dass ich mehr Videos auf Deutsch aufnehmen könnte, aber ich habe das nicht gemacht. Das lag immer in meinem Kopf, aber die Idee habe ich nie realisiert. Heute, ich habe nicht vieles zu tun. Eigentlich habe ich doch vieles zu tun, aber ich will gar nichts von denen machen. Ich will etwas anderes machen, deswegen habe ich mir gedacht, ich könnte ein Video auf Deutsch aufnehmen, wie ich jetzt mache. Ich habe zwar keinen Titel gerade, aber ich werde drauf kommen. Ich meine, ja, das werde ich machen. Also, nachdem ich das Video aufnehme, werde ich einen Titel schreiben. Aber jetzt gerade weiß ich nicht, über was das Video wird. Aber ich hoffe, es wird interessant. Lass mal sehen. Was ist besser als ein heißes Kaffee? Wenn es draußen kalt ist, ja, so wie heute. Es ist Dezember und wir haben keinen Schnee. Wusstet ihr, dass wir hier in Grozny ein Meer haben? Seht euch das an. Das ist das Meer. Eigentlich ist es kein Meer, aber das ist irgendwie genannt. Es ist genannt wie ein großes Meer, aber es ist nicht mal ein See. Ist irgendwie witzig, aber ich weiß nicht, wieso das so genannt haben. Wieso ist es großes Meer, wenn es kein Meer ist? Okay, seht euch das an. Ihr könnt das Ende sehen. Seht ihr es? Ja, dort. Okay. Und hier steht Eintritt verboten. Ich meine, was wird mit mir passieren, wenn ich dorthin gehen werde? Ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich würde gerne dorthin. Ja, ich denke, dort werde ich eine bessere Aussicht haben. Aussicht ist das richtige Wort. Denk mal schon. Okay, ich gehe mal dorthin. Ja, ich konnte nicht aushalten. Also meistens komme ich her, wenn ich irgendwas aufnehmen will. Ich meine, früher bin ich immer in die Zentrum gegangen, aber da sind viele Leute und viele Bekannte und ich fühle mich nicht so bequem. Ja, wenn ich in das Zentrum irgendwas aufnehme und wenn es meine Bekannten sehen, und ich fühle mich so, als wäre ich ein Freak oder sowas. Versteht ihr? Ja, und hier komme ich, wenn ich ein bisschen mich einsam fühlen möchte und Kaffee zu trinken und ein bisschen nachzudenken. Ja, vielleicht. Also ich mag diesen Platz eigentlich. Bin öfter hier. Ja, der Name ist ein bisschen zwar kompliziert, Grozny Meer, aber das Platz ist schön. Ich mag es hier. Ja, und jetzt
machen, wie wir es zu, was wir so gesagt, aufgemacht haben. Super. Jetzt lass uns ein bisschen hinsetzen und das alles hier genießen. Zwar nicht viel, aber ja, was wir haben, werden wir genießen. Es ist zwar kalt hier draußen, ist nicht so bequem, sich nur hinzusetzen und alles genießen. Und deswegen braucht man sich für sich ein bisschen bequemen Platz erstellen. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe ja. Aber wenn nicht, sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Und ja, und ich würde euch etwas zeigen. Mann, ich sehe voll hässlich aus mit der Haube. Ich wollte Schier sagen. Und ja, und dann habe ich mitbekommen, dass Schier ist ein österreichisches Wort. Die Deutschen wissen kein Wort wie Schier. Es ist nur hässlich. Also Schier heißt hässlich. Ja, wir haben in Österreich immer Schier gesagt. Ja, aber es ist kalt, ich muss besser das Haube anziehen. Also es sah früher so aus, wo es nicht neblig war. Ja, das Foto ist von hier gemacht worden. Aber ich mag es mehr neblig. Also ich werde mich hier hinsetzen und mich ein bisschen bequem machen. Ja, weil es kalt ist, brauche ich so mein Halstuch hier hinzulegen, damit ich auf diesem Halstuch sitzen kann. Ich habe nichts anderes hier dabei. Also, ich wollte euch Fotos zeigen von meiner Kindheit in Österreich. Sie habe ich also für diesen Ziel mitgebracht. Das hier bin ich. Seht euch diesen Typen an. Und das ist in der Stadt. Ich denke, das ist Bahnhof am Städten an der Yps. Aber okay. Und das hier, das ist Wien. Ich war so klein, ich habe diesen Platz so gemocht. Wien war wie ein Traum für mich. Und das hier, ich sehe so lustig aus hier. Also das ist Amstetten an der Yps. Hier haben wir, ich glaube, ein Jahr gelebt, eineinhalb Jahre. Und hier bin ich noch kleiner. Ich bin hier 10 Jahre, glaube ich, alt. Das ist also Eingangstür von der Volksschule in St. Pölten. Ah, nee, nicht St. Pölten, St. Leonhard am Wald. Ja, das war ein Dorf. Das hier ist Praterpark, war mein Lieblingsplatz in ganzen Österreich. Ja, ich habe mich gefreut, wenn mich mein Vater dorthin gebracht hat. Also. Und hier bin ich ein sehr cooler Typ. Das ist in Weidhofen an der Yps. Also bei der Brücke. Hier haben wir gelebt. Dort gab es ein Haus so. Und das hier. Das ist in Amstetten, ja, CCA, City Center Amstetten. Und das hier ist nur ein lustiges Foto von mir, von St. Leonhard, wie ich nur am Bett liege. Und das ist erstes Pensionat, wo wir gelebt haben, in Wien. Sieht, wie mein Vater mich fotografiert hat. Ich bin hier in der Mitte. Ja. Und das, also ich, mein Vater und mein Vaters Freund.
Das ist auch in St. Pölten. Ich glaube, das ist das Jahr 2005. Ist es irgendwo geschrieben? Nee. Ja, das war's. Also, wenn ihr die Plätze kennt, wenn ihr auch dort in irgendeinem. Puh, was wollte ich sagen? Also, wenn ihr die Plätze kennt, sagt mir Bescheid. Es würde mich freuen. Ich habe so eine Nostalgie. Ich würde dort gerne zurückkommen und all diese Fotos wieder machen. Und ja, so damit ihr ein bisschen mehr Informationen von mir habt, ich bin auch selbst ein Fotograf. Ich fotografiere seit 2013, glaube ich. Ja, erste Kamera hatte ich 2013. Hallo Kinder, wie geht's euch? Alles gut? Извините, я не понимаю вас. А, sprechen Sie kein Deutsch? Что? А, я русская. А, kein Deutsch. Sprechen Sie kein Deutsch? Извините, пожалуйста, я не понимаю. Я прикалываюсь, все нормально. Я по-немецкому разговариваю просто. А, по-немецкому? Все хорошо. А почему вы одни тут прыгаете? А, мы просто гуляем. Ага, все. Хорошо, удачи вам. До свидания. До свидания. Leute, jetzt sind wir wieder zu Hause. Eigentlich bin ich schon dritte Stunde zu Hause, habe sogar ein bisschen geschlafen. Aber wieder ganz ehrlich gesagt. Ja, und falls euch das Programm, das war kein Programm, ich meine, falls euch das Video gefallen hat, schreibt Kommentare, was euch gefallen hat. Und es wäre schön, wenn ihr auch so eine Idee geben würdet, über was ich mehr Videos machen sollte. Und wenn es möglich ist, ich werde versuchen, sie zu machen. Ja, und Rück gefällt mir. Ja, anmelden oder wie heißt das? Follow, like, auf Deutsch, wie heißt Follow? Also, das macht auch bitte. Ja, wenn euch etwas gefallen hat, wenn nicht, ja, kein Problem. Aber ich hoffe, ja, wenn ihr bis an diesen Moment angeschaut habt, ihr habt euch es scheiße.